Komm mit mir ins Blumenwiesenland auf deine eigene Reise. Komm mit mir ins Blumenwiesenland, der Eintritt kostet den Verstand. Komm mit mir ins Blumenwiesenland und tu's auf deine Weise. Deine Fantasie schenkt dir ein Land, das Blumenwiesenland. Das ist der recht seltene große Bocksbart. Er heißt so, weil er durch den geschlossenen Fruchtstand an den Bart eines Ziegenbockes erinnert. Die Blüten öffnen sich morgens um 8 Uhr und schließen sich bereits mittags wieder. Er ist eine Futterpflanze für Wildbienen, Käfer und Vögel und auch sehr wohlschmeckend für uns Menschen. Aber da er selten ist, lasse ich ihn stehen. Dass er mit dem Löwenzahn verwandt ist, sieht man an der gigantischen Pusteblume, die er später bildet. Der Wiesenbocksbart ist häufiger anzutreffen. Er wird in allen Teilen naturheilkundlich als Tee, Saft, aber auch roh und gekocht verwendet. Er wirkt innerlich wie äußerlich blutreinigend, schweißtreibend und regt die Harnbildung an. Schöne Bocksbart. Hey, Kira!